Wie bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass die Erde tatsächlich eine flache Ebene ist, die sich nicht bewegt? Eine Reihe von Entdeckungen öffnete mir allmählich die Augen. Zuerst war ich natürlich skeptisch. Das Bellen und Schreien der Flacherdler, dass ich ein Globusgläubiger sei, half mir anfangs nicht und schreckte mich einige Jahre ab. Aber sanfte und freundliche Männer kamen zu mir und halfen mir, über ein paar Dinge nachzudenken. Dann weckte mich eine Reihe von Entdeckungen im Laufe von 2 Jahren meine Gedanken. Hier sind sie nun. Ich bemerkte, dass es nicht der Schatten der Erde auf dem Mond ist. Eines Tages beobachtete ich, wie sich Mond und Sonne ungefähr zur gleichen Zeit auf der gleichen Höhe am Himmel befanden, wobei sich die Erde unter beiden befand. Das bedeutete, dass sich die Sonne niemals bewirken konnte, dass die Erde einen Schatten auf den Mond wirft. Das war der Startschuss für alles, denn wenn mir das nicht gesagt wurde, könnte der Rest auch nicht anders sein. Herauszufinden, dass die NASA ständig gefälschtes Material über ihre Weltraumreisen produziert, das war eine große Sache. Wenn ihre Weltraumreisen Schwindel sind, wow! Von Admiral Byrds Entdeckung einer Landmasse von der Größe Nordamerikas hinter der Eiswand der Antarktis zu fahren. Das ist auf der Weltkarte unmöglich. Zu erkennen, dass Objekte hinter dem Horizont mit einem starken Zoom wieder in Sichtweite kommen. Entdecken, wie hohe Objekte wie Berge und Gebäude gesehen werden können, während sie sich meilenweit unterhalb der Krümmung befinden sollten. Herauszufinden, dass jedes Bild, das die Erdkrümmung zeigt, immer das Ergebnis der optischen Krümmung gerader Linien durch ein Weitwinkelobjektiv ist und dann zahlreiche Fotos des Horizonts zu sehen, die mit Standardobjektiven aufgenommen wurden, die eine vollkommene flache Erde zeigen. Als Naturfotograf wusste ich nur zu gut, wie Linsen die Realität verzerren. Nur 50mm Objektive zeigen die Welt, wie sie ist. Weitwinkelobjektive verzerren immer alles und lassen die Erde gekrümmt aussehen, während sie in Wirklichkeit gerade ist. Lernen Sie, dass jedes einzelne Bild der Erde aus dem Weltall immer ein Komposit ist, das in Bildbearbeitungssoftware wie Photoshop erstellt wurde. Hat also nie jemand ein Bild vom Globus gemacht? Es wurde alles am Computer gemacht? Wow, riesiger Augenöffner. Wenn man sieht, wie hohe Objekte wie Wolkenkratzer nie schräg am Horizont stehen. Sie bleiben immer vollkommen gerade, was nur auf einer flachen Ebene möglich ist. Auch Flugzeuge, Heißluftballons und so weiter bleiben immer waagerecht, egal wie weit sie entfernt sind. Wenn die Erde ein Globus wäre, sollten Sie den Boden des Heißluftballons sehen, wenn er über die Kurve fliegt. Das passiert aber nicht. Alles bleibt immer vollkommen gerade, egal wie weit entfernt es ist. Sich dessen bewusst zu werden, wie vollkommen still alles um mich herum ist. Nicht das geringste Gefühl von Bewegung. Erstaunlich ruhig. Zu sehen, wie YouTube den Inhalt der flachen Erde nach unten drückt und nur alberne, oberflächliche Videos zeigt, um einen Globus zu beweisen. Warum sollten Sie sich Mühe machen, wenn Sie wissen, dass die Erde wirklich ein Globus ist? Wenn man die vielen Fotos sieht, die zeigen, dass Raketen nie nach oben fliegen, sondern sich immer am Himmel krümmen, um dann wieder zur Erde herabzufliegen. Das sehr offensichtliche CGI der verschiedenen Raumfahrtbehörden zu sehen. Sie kennen nicht einmal Photoshop gut genug, um es realistisch aussehen zu lassen. So viel krasses CGI. Zu erfahren, wie alle alten Kulturen glaubten, die Erde sei eine flache Ebene. Alte Karten zu sehen, die andere Kontinente hinter Eiswänden zeigen. Diese bestätigen, was Admiral Byrd entdeckt hat. Die Tatsache, dass kein Bauwerk über große Entfernungen, seien es Eisenbahnen, Brücken oder Kanäle, jemals irgendeine Krümmung berücksichtigt haben. Die Tatsache, dass Piloten niemals die Flugbahn ihres Flugzeuges anpassen,
um entlang der Erdkrümmung zu fliegen. Sie gehen nach oben und fliegen dann tausende von Kilometern in einer vollkommen geraden Linie. Die Beobachtung, wie der Mond die Wolken direkt um ihn herum beleuchtet, zeigt, dass er ziemlich nahe an diesen Wolken ist. Dasselbe gilt für die Sonne. Zu verstehen, wie das Staubkorn in einem endlosen Universum der ideale Weg ist, um den Menschen zu sagen, dass alles durch Zufall entstanden ist und so Gott zu verbergen. Plötzlich verstand ich, dass es einen Grund dafür gibt, warum es eine Lüge gibt. Genau wie bei der Evolutionstheorie. Sie macht die Menschen blind für die erstaunliche Schöpfung, in der wir leben, und öffnet ihren Geist für den Unsinn über Außerirdische, die angeblich das Leben auf der Erde sehen. Das ist alles Teil des Krieges gegen unseren Schöpfer. Entdeckungen, wie oft die Bibel von einer unbeweglichen Erde spricht, die nicht bewegt werden kann. Als Vollzeitprediger war das für mich ziemlich erstaunlich. Es gibt viele andere Tatsachen, die ich entdeckt habe. Aber erst danach begann ich, tief in meinem Herzen zu glauben, dass die Erde wahrscheinlich tatsächlich eine stationäre, flache Ebene ist. Ich brauchte sie nie, um an Gott zu glauben, denn er war für mich bereits eine erstaunliche Realität. Aber es verstärkt mein Gefühl, im Zentrum seiner Aufmerksamkeit zu stehen. Unsere schöne Welt ist nicht nur ein Staubkorn, das in einer endlosen Milchstraße herumschwebt. Wir sind nicht nur einer der zahllosen, anderen unbekannten Planeten mit Leben da draußen. Unsere Welt ist in der Tat von Gott geschaffen, um das Herz seiner Aufmerksamkeit zu sein, wo er unter uns wohnen und sie gemeinsam in ein Paradies verwandeln möchte. Während ich darüber nachdenke, gibt es weitere Entdeckungen, die mich aufgeweckt haben. Hier sind noch ein paar mehr. Das Lernen über den Antarktis-Vertrag direkt nach der Enthüllung von Admiral Byrd. Plötzlich wurde der Südpol zu einem riesigen, verbotenen Gebiet und alle Nationen der Welt erklärten sich bereit, dafür zu unterschreiben. Das bedeutet, dass sie plötzlich etwas vor der Menschheit verbergen mussten. Sehr offensichtlich, das hat mich ziemlich erschüttert, aber auch sehr aufgeweckt. Das Lernen über die tatsächliche Geschwindigkeit, mit der sich die Erde angeblich dreht und durch das Universum schießt. Wir drehen uns mit 1000 Meilen pro Stunde um unsere eigene Achse. Das bedeutet, dass wir uns alle fast mit einer Geschwindigkeit einer Kugel bewegen, die aus einer Waffe geschossen wird. Wir schießen mit etwa 67.000 Meilen pro Stunde um die Sonne. Die Erde bewegt sich mit 1,6 Millionen Meilen pro Tag. Diese Geschwindigkeiten sind total verrückt. Wenn ich darüber nachdenke und mir bewusst werde, wie vollkommen ruhig die ganze Welt um mich herum ist, wird mir die Absurdität dieser Geschwindigkeitsangaben bewusst. Sich der absoluten Müllqualität der angeblichen Mondlandefähre bewusst zu werden. Es ist in der Tat ein Haufen Schrott, der mit Klebeband zusammengewürfelt wurde. Kein Kleinkind im Kindergarten würde es auch nur wagen, einen solchen Haufen Müll zu machen und seinen Freunden gegenüber zu behaupten, dieses Ding könne auf dem Mond landen. Es ist ziemlich schockierend zu sehen, wie wenig Aufwand sie betreiben, um es überhaupt solide aussehen zu lassen. Die Erkenntnis, dass das Innere eines angeblichen Raumschiffs ein solch lächerliches Durcheinander ist, mit losen Drähten überall, Computern, die herumschweben, Pappwände, die sich lösen und so weiter. Kein Elektriker würde jemals irgendwo eine derart verwirrte, chaotische und daher sehr gefährliche Verkabelung anbringen. Geschweige denn in einem Raumschiff. Kein Transportfahrzeug, das jemals von Menschenhand gebaut wurde, sieht wie ein solches Durcheinander aus. Stellen Sie sich vor, Sie fahren Ihr Auto mit Hunderten von losen Drähten, die überall Stolperfallen und so weiter verursachen. Das ist unvorstellbar. Doch die hochentwickelten Raumschiffe, die milliardenfach sicherer und stabiler, stoßfest und sicherer sein müssten,
sehen aus wie das Werk eines betrunkenen Verrückten, der in jeder Kabine nur mit irgendwelchen Drähten herumgeworfen hat. Wenn man das sieht, ist es so absurd. Mir fiel plötzlich auf, wie vollkommen entspannt, ausgeruht, gepflegt und verkleidet die Astronauten immer aussehen. Das Leben auf engstem Raum erzeugt bei einem Menschen einen enormen Stress. Wir müssen ab und zu mal raus. Diese Menschen leben angeblich monatelang auf engstem Raum und sehen doch so glücklich aus wie an einem Strand auf Hawaii. Perfekt rasiert, gewaschen, supernatürliche Kleidung, nicht ein Anzeichen von Stress oder Müdigkeit. Meine Güte! Ein weiterer Weckruf für mich. Schauspieler in Sichtweite. Kürzlich habe ich ein Video gesehen, auf dem ein Journalist jeden einzelnen Astronauten, der angeblich zum Mond geflogen ist, fragt, ob er bereit wäre, etwas ganz Einfaches zu tun. Mit der Hand auf die Bibel zu schwören, dass er tatsächlich zum Mond geflogen ist. Jeder einzelne von ihnen wurde aggressiv, einige griffen den Journalisten körperlich an. Und ehrlich gesagt, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Entdeckungen fallen mir ein. Die Liste endet nie. Wie auch immer, ich werde hier aufhören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.